Moin, liebe Angelfreunde und Freundinnen. Wir sind heute hier in dem schönen Neustadt an der Ostsee und wollen euch etwas über die Angelei hier im Hafen erklären. Neuerdings braucht man hier im Neustadt in Holstein auch für den Hafen selber einen Fischereischein. Eine schriftliche Legitimation, dass man hier im Neustädter Hafen angeln darf. Die Karte der Stadt Neustadt. Das Fischereirecht der Stadt Neustadt geht auch nicht nur für den Hafen, sondern auch außerhalb des Hafens. Und zwar, Erster Holmer Weg gilt das Fischerei, das geht auch auf der Hafenbrücke Neustadt. Brauche ich auch die Hafenkarte neuerdings. Es geht bis ungefähr Beach Lounge. Soweit geht das Fischereirecht der Stadt Neustadt und die Hafenkarte. Jeder hier in Schleswig-Holstein braucht die Fischereiabgabemarke, egal aus welchem Bundesländer kommen. Leute, die nicht aus Schleswig-Holstein kommen, brauchen sie zusätzlich zu ihrem gültigen Fischereischein. Geiles Foto, ne? Zuklappen. Mit gültiger Fischereimarke aus dem jeweiligen Kalenderjahr. Diese kann man entweder bei uns im Laden kaufen, bei den Behörden oder im Internet auf der Seite Serviceportal Schleswig-Holstein kann man sie online kaufen. Warum brauchen wir hier in Neustadt jetzt eigentlich einen Schein für den Hafen? Den hätten wir eigentlich immer schon gebraucht, aber die Stadt Neustadt war so großzügig und sagen, wir wollen keine Bürokratie, wollen keinen Fischereischein ausgeben. Aber, jetzt kommt das große Aber, viele Angler waren hier in Neustadt. Sehr, sehr viele. Und es gibt ja auch bei uns leider Leute, die sich nicht immer an die Gesetze halten. Diese sind, Aussage von mir, nicht bewiesen, vielleicht erwischt worden und angezeigt worden. Diese Anzeige ist dann beim Richter gelandet und dieser Richter hat dann gesagt, Stadt Neustadt, ihr seid verpflichtet, ihr habt das Fischereirecht in dem Hafen, ihr seid verpflichtet, Fischereischeine auszugeben. Das ist Landesrecht. Und über dieses Landesrecht hatte sich die Stadt Neustadt jahrelang hinweggesetzt, um uns Anglern das Angeln hier kostenfrei zu ermöglichen. Dieses ist jetzt nicht mehr möglich. Die Stadt Neustadt, wie alle anderen Kommunen, sind meistens klamm und brauchen also Geld. Die Stadt Neustadt ist also von der Kommunalaufsicht aufgefordert worden, ihre Steuereinnahmen erstmal in Ordnung zu bringen und dafür zu sorgen, dass sie alle Steuereinnahmen, die sie generieren können, auch tatsächlich abschöpfen. Insofern müssen wir jetzt leider 10 Euro in 365 Tagen bezahlen. Ihr müsst natürlich jetzt aufpassen, wenn ihr diese Karte der Stadt Neustadt kauft. Diese ist 365 Tage gültig. Eine Fischereiabmarke ist gültig ein Kalenderjahr. Das heißt, am 31.12. läuft sie aus und am 1. Januar brauchen wir eine neue Fischereiabgabemarke. Die Hafenkarte ist 365 Tage gültig. So, das heißt also, wenn ihr im Februar gekauft habt, müsst ihr natürlich nächstes Jahr im Februar sie wieder kaufen und nicht erst im April, weil dann ist es schon leider zu spät. Dieses Fischereirecht steht auch im Fischereigesetz so drin. Es gehört zu den dreien Ausnahmen an der Ostseeküste. Einmal Stadt Lübeck, Brodner Ufer, Neustadt in Holstein und Kappeln-Schlei. Und noch eine Ausnahme, das ist die vierte Ausnahme, die gilt an der Nordsee, Eidermündung. Dieses führt alles im Fischereirecht drin. Ja, nur wieder. Ja, genau. Fischereirecht von Schleswig-Holstein. Wenn ihr dieses alles beachtet, könnt ihr ganz beruhigt hier fischen. Ihr könnt auf Meerforellen fischen, ihr könnt auf Hornhechte. Wir haben viele Möglichkeiten hier im Neustädter Hafen zu angeln. Wir können blinkern, wir können mit Naturköder fischen. Ich wünsche euch viel Spaß hier bei uns in Neustadt. Und erholsame Stunden. Lasst einen Daumen da, abonniert uns und tschüss.